erklärt hatte auch. Wir haben die Möglichkeit natürlich Filme und verschiedene Serien anzuschauen, zum Beispiel beim Video on Demand Dienst Maxdome. Jeder kennt's, man schaut ein Video, will dann wissen, wie Uhr es ist, was läuft gerade im linearen TV, möchte was anderes schauen. Ich klicke einfach nur auf die Smart-Taste, auf das kleine Häuschen hier. Und es gibt dieses Overlay, diese Launcher-Bar wird aufgerufen und ich kann jederzeit hergehen und mir so andere Sachen anschauen, zum Beispiel Tagesschau. Vielen Dank. Zum Beispiel die Tagesschau. Habe aber im Hintergrund Maxdome nicht geschlossen, denn nach links klickend habe ich unsere Recent-Sachen. Das heißt, das sind die Sachen, die ich alle schon aufgerufen habe, zum Beispiel Maxdome. Und klicke hier wieder zurück. Das heißt, direktes Multitasking, klicke direkt wieder drauf. Denke, ach, da muss ich doch nochmal zurück zur Tagesschau gehen, klicke wieder rein und bin genau da, wo ich gerade eben war. Komme ich auf Tastendruck auch ins Live-TV wieder zurück? Auch das. Wir haben einmal hier das Live-TV. Okay. Da kann ich natürlich einmal hinklicken, kann aber auch, wenn ich das vorher benutzt habe, in diesen Recent-Bereich reingehen. Ja. Also in den vorherigen Bereich. Ja. So. Nicht programmiert, weil wir gerade jetzt hier kein Live-TV natürlich drin haben. Man sieht so ein bisschen, das Ganze ist etwas verspielter aufgemacht, dieses Nicht-Programmiert-Zeichen. Wandert nicht mehr hin und her, also wandert hin und her, aber alles ein bisschen bunter, alles ein bisschen farbenfroher dargestellt. Hab natürlich hier auch den Webbrowser drin, kann die Sachen auch konfigurieren, das heißt, kann die nehmen, kann die versetzen. Wir haben hier leider zum größten Teil Vorserienmodelle jetzt gerade da, deswegen ist die eine oder andere Funktion noch nicht komplett funktionsfähig, wie zum Beispiel der LG Store. Das wird jetzt coming soon. Die Aufteilung habe ich ja gestern schon mal gezeigt, wie das Ganze aussieht. Alle Apps sind verfügbar, das ist ganz, ganz wichtig. Also es gibt keine Apps, die es nicht gibt, sondern es ist alles verfügbar, wie es auch bei dem Thema Smart TV schon im letzten Jahr war. Also es geht keiner verloren. Ein kleines witziges Feature, wenn ich zum Beispiel jetzt Sachen schließen möchte, gehe ich auf die Karte, gehe auf das X, da kommt so ein kleiner Totenkopf raus. Ja, die kann man dann einmal zerplatzen lassen. Und so kann ich dementsprechend diese einzelnen Programme. Einmal nach rechts geklickt, ihr seht mal, das sind die ganzen Einstellungsmöglichkeiten, die ich habe. Wenn ich auf HDMI zum Beispiel was habe, wird mir das Live-Bild angezeigt. Das kann ich gleich hier gerne mal zeigen. Also hier der Blu-ray Player noch angeschlossen ist. Hab das Benutzerhandbuch, hab den Geräteanschluss, Smart Share, also die ganzen Möglichkeiten, Time Machine, also Video Recording und so weiter. Kamera, wenn sie eingesteckt oder angeschlossen wäre. Und natürlich nochmal das Thema Benachrichtigungen, also alles, was es so zum Thema Social Media gibt. Also alles ein bisschen bunter, alles in Kacheln auf und wie gesagt, komplett frei konfigurierbar. Und in allen UHD- und OLED-Geräten, glaube ich, ist es integriert, oder? In den U-Serien wird es integriert sein, da komme ich aber gleich nochmal, wenn wir rüber zum Thema Ultra-HD gehen. Die U-Serien haben das Ganze mit integriert und bei den OLED-Geräten wird es auch die 2014er-Geräte mit drin haben. Und die L nur die Premium, die obere Range? Das geht runter bis zum 650er, also schon eine ganze Anzahl. Das sind insgesamt, sind wir jetzt mit knapp, das Kataloge liegen auch hier, das kann man sich gerne dann auch nochmal mitnehmen, oder ist ja auch gestern ausgeteilt worden. Die einzelnen Geräte liegen ungefähr bei 5 bis 6 Serien, die WebOS integriert. Wird auf kurz oder lang dann alle, sag ich mal, ab nächsten Jahr WebOS haben, oder schaut man einfach mal, wie der Markterfolg ist angenommen wird? Man schaut zum einen natürlich, wie der Markterfolg angenommen wird, richtig, aber wir sind natürlich auch dementsprechend von unserem System überzeugt, weil es halt wahnsinnig schnell ist, multitaskingfähig und wahnsinnig viele Vorteile bietet. Wir haben es jetzt in die Ober- bis Mittelklasse integriert. In unserem Preisbereich wird es weiter Smart TV geben. Das nennt sich dann Netcast 4.5, basiert auf dem System aus 2013, aber mit dem Layout etwas angepasster an dieses System dran. Aber das ist weiterhin das Netcast-System. Also WebOS bleibt erstmal dort integriert für die Mittelklasse bis Oberklasse mit dabei. Das ganze Menü hat sich so ein bisschen verändert. Man sieht es. Wir haben hier die verschiedenen Einstellungsmöglichkeiten. Also alles ist so ein bisschen in dieses Kartensystem mit integriert worden und dementsprechend ein bisschen schicker und ein bisschen schneller geworden. Also gern gleich ausprobieren. Wir stehen hier vor dem 37. Das ist jetzt für heute unser Highlight-Modell. Muss ich sagen, für heute, weil der 870er, der nochmal eine Klasse drüber ist, der ist leider nicht hier. Wir hatten eigentlich gehofft, dass wir den hier schon aufstellen können. Aber leider noch nicht. Deswegen der 37. Was hier passiert ist, kann man zum Beispiel hier sehen. Die Füße sind wirklich aus Metall. Das heißt, wir haben nochmal die Wertigkeit gesteigert der Produkte. Nicht nur auf die UHDs und OLEDs der Welt geachtet, sondern auch nochmal wirklich, dass wir ein LED-Gerät mit sehr wertigen Stoffen haben. Dass das Ganze halt wirklich auch nochmal von der Haptik passt.
Was hier nochmal geändert wurde, ist auch der Soundbereich. Normalerweise ist bei LG der Sound nach unten abgestrahlt worden, inklusive den flachen Membran-Subwoofer. Wir haben jetzt hier diese kleine Soundrutsche mit integriert, sodass der Sound einmal nach vorne abgestrahlt wird und dadurch nochmal auch ein anderes Klangerlebnis mit Rutschen. Ich nenne es mal Sound.